Das ist Patrick Götz, mit dem wir letztes Jahr auf der RPC schon ein Neuigkeiten-Video gemacht haben. Und ich hoffe, dass du diesmal ein paar mehr dabei hast. Wir haben um einiges mehr als das letzte Mal dabei. Ich glaube, unendlich viel mehr als letztes Mal, ja. Es lässt sich in Prozenten gar nicht mehr ausdrücken. Genau das, ja, exakt. Ja, was habt ihr denn dabei? Den Gag hatten wir letztes Jahr auch schon gemacht, glaube ich, ja. Wir haben dabei ganz frisch mehr oder weniger heute angeliefert worden Fate Core auf Deutsch und die limitierte Version davon. Die, glaube ich, gerade vom Assistenten besorgt wird. Mit wunderschönem Blauschnitt, mit zweifarbigem Druck, schwarz-blau, alles sehr blau und ist wirklich ein sehr schönes Buch geworden. Bin ich sehr begeistert von. Und Fate jetzt endlich auf Deutsch, wie geht's weg? Unglaublich gut. Wirklich gut. Also wir müssen andauernd nachräumen. Ich bin zufrieden. Das sieht man dir an. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, was genau ist Fate, beziehungsweise die Core-Ausgabe jetzt davon? Ja, Fate ist im Prinzip ein Universal-Rollenspielsystem. Kann man also alles mitspielen. Und es ist eher erzählerisch angelegt als gamistisch. Und war eine gewisse Zeit, die letzten Jahre, der heiße Scheiß in den USA. Und jetzt haben wir es halt auf Deutsch rausgebracht. Das heißt aber auch, dass es nicht nur dabei bleibt, weil Fate kann ja praktisch auf jedes Setting angewendet werden. Kommt da noch mehr hinterher? Da kommt noch mehr hinterher. Es gibt einmal natürlich diverses neutrales, also settingneutrales Zubehör, wie das Deck of Fate und die Toolbox und so weiter. Und ansonsten als nächstes kommen tut tatsächlich Eis und Dampf. Das ist ein Steampunk-Setting, was auch von deutschen Autoren geschrieben wurde mit Fate-Regeln. Da ist jetzt gerade der Workshop dran, glaube ich, und das kommt im August, ist es geplant. Okay. Was habt ihr sonst noch neu? Oder war es das schon? Nee, das war es noch nicht. Ansonsten neu haben wir für Space 1889 das Abenteuer Fremde Erde. Okay. Kannst du mir kurz anreißen, worum es da geht? Es kommt aus dem Aufgeschwebt. Bitte? Fern seiner Heimat lebt der Kanal. Nein. Tatsächlich ist das von der Produktion her komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß, dass es auf der Erde und auf dem Mars spielt, aber mehr kann ich tatsächlich nicht zu sagen. Wer da was zu sagen könnte, wäre sicherlich Nicole, wenn er die noch vor die Kamera kriegt. Nicole, dein Chef sagte, du kannst uns mehr über die Fremde Erde erzählen, worum es da geht. Ja, Fremde Erde ist quasi unser erstes Abenteuer, das wir im Rahmen des Kickstarters realisiert haben. Das ist von Gareth Henron, ist entsprechend auch auf Englisch ursprünglich geschrieben worden. Wir haben es direkt auf Deutsch übersetzt und quasi gleichzeitig jetzt fertig gemacht. Fremde Erde startet in London 1889. Man wird eingeladen auf einen Gutshof, wo man erstmal einfach einen netten kleinen Abend verbringt mit allerlei illustren Gästen, unter anderem einem kleinen marsianischen Jungen, der interessanterweise, wie man auf dem Cover schön sehen kann, wir haben es gerade leider nicht da, noch eine gewisse rudimentäre Flugfähigkeit hat, die sich so herausgebildet hat, als er als junger Mensch auf der Erde mal ein paar Erdkrankheiten ausgesetzt war. Ich kann es nicht einmal zeigen. Das ist besagter Junge. Dieser Junge verschwindet dann plötzlich und auf einmal befinden sich die Charaktere auf der Suche nach diesem Jungen mitten im Londoner Dockstreik, der realhistorisch auch 1889 stattgefunden hat. Und dort kommt es dann zu allerlei Verwicklungen, Kämpfen im London des 19. Jahrhunderts, mitten unter streikenden Dockarbeitern in den Docks von London. Und das Interessante an dem Abenteuer ist noch, es hat hinten noch einen zweiten Teil, der ein bisschen separat von dem Abenteuer stattfindet. Das heißt, entweder man bindet das in eine Kampagne ein und spielt es dann entsprechend etwas später oder man macht einen Cut und sagt, es vergehen ein paar Jahre und dann kann man diesen netten kleinen Jungen dann später als Jugendlicher, früher Erwachsener auf dem Mars wieder begegnen, wo er dann auch auf dem Mars eine gewisse Arbeiterbewegung gestartet hat. Ah, okay. An was für Spieler richtet sich das? Welche, die schon ein bisschen mehr Erfahrung damit haben? Und was für Charaktere bräuchte man? Charaktere ist grundsätzlich relativ egal. Ich denke, es ist für alles ein bisschen was dabei. Das Ganze spielt natürlich ein bisschen mit der Fremdartigkeit des Mars. Das heißt, für Marsianer müsste man jetzt ein bisschen gucken, wie interessant das noch ist. Ich denke, grundsätzlich lassen sich da auch Echsenmenschen mit einbauen, wenn man möchte. Das geht immer. Ich würde sagen, man sollte schon ein bisschen mal Space gespielt haben. Es richtet sich auch, also gerade der Auftrag am Anfang geht auch an erfahrene Helden, die zumindest ein bisschen was vom Mars mal
kennen oder zumindest vorgeben zu kennen. Ich denke, man muss nicht unbedingt schon mal auf dem Mars gewesen sein, aber man sollte zumindest irgendwie mal was erlebt haben. Sich schon einen Ruf erarbeitet haben. Einen Ruf erarbeitet haben, genau. Was wir sonst noch neu haben, das ist, glaube ich, vor 2 Wochen regulären Handel gekommen, ist Turbofade. Wie unterscheidet sich das von der Core-Version? Es ist eine abgespeckte, schnellere Version von Fate. Fate ist ja kein, auch wenn es ein erzählerisches Spiel ist, ist Fate Core kein regelleichtes System, also es ist schon ein dickeres Regelwerk. Es gibt halt eine Version, die halt sehr regelleicht ist. Das hat, glaube ich, nur 60 A5 Seiten runtergedampft aufs Nötigste und halt schneller. Das heißt, gibt es dann auch Unterschiede sozusagen preislich und von der Aufmachung her? Ja, preislich gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Das Fate Core ist halt ein sehr dickes Hardcover in B5-Format, was halt 29,95 kostet, während Turbo Fate, ich glaube, 70 Seiten Softcover A5 für 9,95 ist. Aber auch in 2-Farbdruck, bloß halt nicht blau wie Core, sondern rot. Aber wenn man es kleiner und schneller braucht, dann kann man nur einen Zehner hinlegen. Genau, und dann kann man damit auch super spielen. Okay. Sind wir durch oder haben wir noch was? Du hast so viele Systeme, das kann nicht alles gewesen sein. Natürlich nicht. Wir haben für Dungeon Slayers den Soundtrack Klangwerk. Da ist neben Ambiente-Musik halt, um es im Hintergrund zu Dungeon Slayers dudeln zu lassen, auch noch ein Abenteuer von Andreas Melhorn bei. Ja, ein kleines Abenteuer als Booklet halt, als CD-Booklet. Endlich mal wieder eine Dungeon Slayers-Neuheit. Von wem ist die Musik diesmal? Ralf Kurzsiefer, wie die meisten Sachen, die wir so... An Musik an. Genau. Und Myranische Meere ist noch relativ neu. Also das Pendant zu Efferzwogen. Alles, was nass ist, bloß in Myranor. Auch mit neuen spielbaren Rassen und Regeln? Aquatischen Rassen mit Regeln für U-Boote und so weiter, ja klar. Hm? Okay. Wir sind durch. Ich komme doch selber durcheinander mittlerweile. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir geben Patrick jetzt kurz... Nein, Moment. Aha. Schatten über dem Düsterwald. Kampagnenband für, genau. Kampagnenband für Der eine Ring, endlich mal. Ist halt im Gegensatz zu Geschichten aus Wilderland keine sehr feste Kampagne, sondern eher eine Sandbox. Also da kann man sich wirklich jahrelang im Düsterwald aufhalten und bespielen. Sehr schönes Buch. Ja, und ansonsten, habt ihr nicht die ersten bemalten Minis von Splittermond auch da? Wir haben die ersten 3 bemalten Splittermond-Minis da hinten im Regal stehen. Da haben wir jetzt noch keine Vitrine dabei gehabt. Die haben wir auch heute Morgen erst in die Hand gedrückt bekommen. Wenn ihr da die Gelegenheit habt, mal ein Bild, also die Kamera mal drauf zu halten, wäre es natürlich ganz nett. Und ja, wie gefällt dir der bunte Telkin dann so? Sehr gut, gefällt mir sehr gut. Und ansonsten, wie geht's dir so? Im Moment gut, ich bin übermüdet, aber das ist natürlich im Moment gut für die Laune, sage ich mal. Mal gucken, wie das ein paar Stunden ist. Nochmal was zu den Minis, die kommen jetzt, die werden bis Ende des Monats, gehen die auch in die reguläre Produktion. Und die ersten 6 davon sollten dann so im Juli auch erhältlich sein. Die ersten 6 sind die auf der Heinzcon vorgestellt wurden? Genau. Und dann kommen dann nach und nach mehr, wir haben da schon weitere digitale Designs fertig. Da kommen dann alle 2 Monate oder sowas eine neue Wave mit Miniaturen. Schauen wir mal, wie das läuft. Das werden wir dann sehen. Ja, ja, und in ein paar Jahren brauchst du noch mehr Quadratmeter Stand, weil du noch 5 neue Systeme hast. Es wird einfach jedes Jahr mehr. Wir haben ja... unser Ziel ist es ja, ungefähr 3 Produkte im Monat rauszubringen. Oder 2 bis 3. Das heißt natürlich, dass wir von jeder RPC auf die nächste RPC um die 30 neue Titel dazu bekommen haben. Was mindestens einen Standmeter bedeutet, den wir mehr brauchen, ja. Letztes Jahr hatten wir 5, jetzt haben wir 10 Meter Stand, wobei ein bisschen was an Sphärenmeister gegangen ist. Aber es ist wesentlich größer als letztes Jahr, ja. Gratulation. Danke, ja, ist ja auch nötig. So, ich bin hier am Stand von Ulysses zusammen mit Michael Mingers, der freundlicherweise, damit ich es nicht vergeige, seinen Namen aufs Hemd hat drucken lassen. Und du wirst mir jetzt ein paar Sachen erzählen, die fernab von DSA hier bei euch stattfinden. Und ihr habt schon recht präsent Earthdawn hier liegen. Ich sehe das begeisterte Glitzern in deinen Augen. Erzähl mal was drüber. Earthdawn ist so eine Art postapokalyptische Fantasy-Welt. Dämonen haben das Land verheert und die Leute kommen jetzt aus ihren magischen Bunkern wieder raus und erobern sich das Land jetzt wieder zurück, müssen aber feststellen, dass sich so viel geändert hat. Plötzlich ist das Land
anders. Es gibt eine Brache, da wird jetzt alles verödet. Die Wälder sind jetzt plötzlich voller Blut. Monster laufen umher. Und die Charaktere, das sind magische Adepten. Die müssen benutzen ihre magischen Fähigkeiten, um ihre Talente zu verbessern. Es gibt also Diebe, die irgendwie unsichtbar werden können. Es gibt Waffenschmiede, die eine magische Waffe dann herstellen können. Es gibt aber auch den klassischen Zauberer, der einen Feuerball schmeißt. Und die müssen nun losziehen und irgendwie diese Welt wieder für sie zurückerobern, für die Zivilisation. Sehr gut. Und ihr habt jetzt auf der Messe auch exklusiv das erste Handbuch. Genau, das ist das Spielerhandbuch, das enthält alles, was der Spieler erstmal braucht. Alle Kreise von 1 bis 8, also man müsste sehr, sehr lange spielen, um darüber hinauszukommen. Das hier haben jetzt leider nur auf der APC die Puristenausgabe, die Sparausgabe, die Softcover und da sind die Illus rausgenommen worden, weil wir das Feedback bekommen haben. Es gibt viele Leute, die wollen eigentlich nur die Regeln haben und die interessieren sich nicht so für die Illustration. Für die ist diese Ausgabe. Die reguläre Ausgabe in hübsch und mit Bildchen kommt Ende Mai raus, zusammen mit der limitierten. Ah, sehr schön, gut. Aston war ja schon mal da, kommt jetzt wieder. War das jetzt nur ein Herzenswunsch von dir oder habt ihr auch schon wirklich viel positiven Zuspruch, dass Leute gesagt haben, oh, geil. Seitdem wir das angekündigt haben, kriegen wir auf Messen und auf der Webseite so viel positiven Zuspruch dafür, dass sie endlich wieder ein deutsches Earthdawn haben wollen. Das ist Wahnsinn, auch was ich jetzt auf der RPC hören konnte. Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich spiele das seit 25 Jahren, ich finde es super, dass sich wieder jemand drum kümmert. Und die vierte Edition sieht so gut aus, alles, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das noch was richtig Großes wieder in Deutschland werden kann. Das zeigen auch die Vorbestellerzahlen. Es ist jetzt nicht nur meine persönliche Freude, dass es darum geht. Ich denke, da draußen gibt es eine ganze Menge Leute, denen es ähnlich geht wie mir. Sehr gut. Gut. Und ich glaube, zu Pathfinder kannst du mir auch noch was erzählen? Zu Pathfinder haben wir jetzt ein Luxusband rausgebracht, möchte ich fast sagen. Die deutsche Ausgabe von Dragon Kings. Das ist ein Kickstarter gewesen von Timothy Brown. Der hat damals in AD&D-Zeiten Dark Sun mitentwickelt. Und jetzt mit ähnlichen Themen ist auch Dragon Kings gesegnet. Also eine zerstörte Welt, Helden mit einem niedrigen Technologieniveau. Magie ist äußerst selten und kann auch verheerend wirken auf den Rest der Welt. Die deutsche Ausgabe hat einen Kunstledereinband, Folienprägung, hat die Karte gefaltet hinten mit dabei und das PDF. Das ist ein richtig schniekes Produkt geworden und wir haben hier auf der APC sogar den Autor einfliegen lassen, damit er hier auch das dazu erzählen kann. Bei euch läuft's gut? Ja, im Moment schon, ja, doch. Ich bin zufrieden. Was habt ihr heute noch vor? Wir gucken uns vielleicht die RPC Awards an, wenn wir die Zeit finden und nicht so viel los ist hier. Und danach gehen wir alle zusammen im Team was essen. Das haben wir vor. Sind denn noch Plätze frei? Ich dachte, ihr werdet eingeladen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Patrick Götz, Leiter des UR Verlags und echt großzügiger Mensch. Dankeschön. Danke. Danke. Aber Ulysses macht ja nicht nur Rollenspiele, sondern auch vermehrt jetzt wieder Brettspiele. Oder was heißt wieder? Blödsinn. Macht auch vermehrt Brettspiele. Und da kommt auch einiges Neues auf uns zu. Was erwartet uns genau? Wir haben ja tatsächlich schon mal Gesellschaftsspiele gemacht, aber dann eine ganze Weile nicht mehr. Was wir jetzt in nächster Zeit haben werden, ist die deutsche Ausgabe von Super Dungeon Explorer, der Vergessene König, also dem zweiten Grundset. Das Ding ist schon fertig übersetzt und beim Drucker, es muss jetzt halt nur irgendwann geliefert werden. Hier gibt es schon die ersten Demo-Runden, wir haben ein komplett bemaltes Demo-Set und es kommt auch schon ganz gut an, wenn die Leute in den Dungeon absteigen, um dort irgendwie Schnabelknechte und Killer-Bunnies und sowas umzuhauen. Wir haben hier vor Ort nur den klassischen Modus, wo es einen Spielleiter gibt, den dunklen Konsul, der gegen die Spieler und ihre Helden kämpft. Es gibt aber auch einen kooperativen Modus, der dann gegen das Brett insgesamt gespielt wird. Wir haben vorab hier das zweite Grundset für das Pathfinder Abenteuerkartenspiel unter Piraten mit dem kompletten Abenteuerpfad dazu. Wer also nach dem Runenherrscher gerne nochmal ein anderes Thema haben möchte beim Pathfinder Abenteuerkartenspiel, kann dort mit neuen Helden starten oder auch mit alternativen Varianten der alten Helden. Awkward pause. Ist das noch an? Ja, das ist noch an. Ach so. Ja. War toll, oder? War es gut, ja. Wie immer. Ja, schön. Geht weg. Ich habe jetzt den André Wiesler bei mir und werde ihn natürlich sofort nach dem Crowdfunding von Vampire fragen, dass er jetzt durch ist. Und ihr seht schon am Grinsen, er freut sich riesig.
Ja, total. Es war ein Riesenerfolg. Wir haben so viel Liebe von der Community gekriegt, sowohl monetäre, aber auch, was mich noch viel mehr begeistert hat, war die gute Stimmung, die aufgekommen ist und die Freude, mit der die Leute auf Vampire blicken. Und als alter Vampire-Fan ist das natürlich Honig für meine Seele, zu sehen, dass auch andere Leute das Spiel noch weiterspielen wollen. Ja, das glaube ich dir gern. Aber ihr hattet es nicht ganz so einfach, bis ihr das Ziel endlich erreicht habt. Was lagen euch für Hürden im Weg? Wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir gerne Merchandising gemacht hätten, also Würfel, T-Shirts, Lesezeichen, solche Dinge, die man einfach so, also ich zumindest immer gerne bei einem Crowdfunding mitnimmt, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, toll, da habe ich ein rundes Paket und nicht nur die Bücher, die ich vielleicht auch so oder ähnlich im Laden kriege. Das hat uns allerdings leider der Lizenzgeber untersagt und wir hatten nachher auch noch ein größeres Kommunikationsproblem mit dem Lizenzgeber, weil wir Deluxe-Varianten angeboten haben während dieses Crowdfundings, die dann schlussendlich vom Lizenzgeber aber nicht abgenommen wurden. Also ich hatte die auf der Seite bereits beschrieben, die einzelnen Produkte. Und als dann der Prototyp, der Dummy, zur Abnahme ging, kam dann eben die Ansage zurück, wir sollen es genauso machen, wie es in Amerika gemacht wurde. Das war natürlich sehr schade, aber auch da muss ich wieder sagen, die Community hat toll darauf reagiert. Ich habe natürlich ein paar Mails gekriegt, wo Leute zu Recht enttäuscht waren, aber alle sind fair geblieben. Es war total, also eine sehr entspannte, unaufgeregte Kommunikation darüber. Und das hat mich sehr gefreut. Okay, das Projekt ist jetzt durch. Wie genau geht's jetzt weiter mit Vampire? Na, jetzt kommen natürlich erstmal die Bücher in den normalen Handel. Also wir ich hoffe, dass wir bis zum 4.7., also zur Release-Party, das Grundregelwerk fertig haben. Dann kriegen es natürlich erstmal die Backer, also erstmal die Unterstützer des Crowdfundings und so 3-4 Wochen später kommt es dann in den Handel. Danach machen wir Werewolf, also danach bedeutet voraussichtlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird es dafür nochmal ein Crowdfunding geben, auch wieder nur für die Deluxe-Varianten, das heißt auch die Regelwerke werden ganz normal im Handel erscheinen, aber wir fragen die Community nochmal, wollt ihr davon vielleicht auch ein schickes schwarzes Kunstlederbuch? Und dann schauen wir mal, was die Community dazu sagt. Meine Einschätzung ist, sie wird genauso begeistert darauf reagieren. Und ich freue mich darauf, das Werewolf-Grundregelwerk dann in Kunstleder im Regal zu haben. Und ich denke, vielen anderen World of Darkness-Fans geht das ähnlich. Okay, da habt ihr ja noch ein bisschen Arbeit vor euch. Aber ich glaube, die fällt euch relativ leicht, weil es einfach Spaß macht, oder? Ja, also klar. Ich meine, dafür arbeite ich bei Ulysses, um solche Spiele machen zu dürfen. Das ist total, genauso wie, wir haben ja eine Crowdfunding-Seite aufgebaut dafür, für die jetzt erstmal Vampire-Geschichte. Aber wir wollen natürlich auch noch andere Sachen damit machen. Also unser Ansatz für Crowdfunding ist im Moment, wir wollen Deluxe-Varianten machen, von denen wir einfach im Vorfeld nicht wissen können, wie viele wir davon machen sollen. Aber wir wollen auch kleine Spiele an den Start bringen. Das kann ich jetzt schon verraten, das nächste Crowdfunding, was wir machen werden, wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Monats, also im Juni, wird Land of Ogg sein. Kennst du Land of Ogg? Nein, sagt mir gar nichts, aber du wirst mir jetzt bestimmt gleich was drüber erzählen. Genau. Es geht dabei bei Land of Ogg darum, man spielt Höhlenmenschen. Und je nachdem, wie schlau dein Höhlenmensch ist, kriegst du 1 bis 3 Handvoll Begriffe. Und nur die darfst du in-game benutzen. Also zum Beispiel groß, stinkig, dunkel. Und damit musst du dann mit deinen Mitspielern kommunizieren. Und da passieren dann so großartige Abenteuer wie der Säbelzahntiger bricht in die Familienhöhle ein. Ah, klingt gewöhnungsbedürftig. Meine Familie wäre jetzt vermutlich schon tot. Das ist total abgefahren. Das ist natürlich ein kleines Spiel. Es ist ein Indie-Spiel. Das heißt, wir werden davon nicht das gleiche verkaufen wie von der kommenden DSA 5-Variante. Und um zu gucken, lohnt sich das überhaupt, was wollen die Leute und auch um auch mal, also ich werde Land of Ogg zu nutzen, zu zeigen, was kann Ulysses aus einem Crowdfunding machen, wenn wir dürfen. Das ist meine Ansage an dieses Spiel. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch darüber wieder in den Bereich kommen, dass wir sagen können, okay, wir könnten es als 10 Euro kleines Softcover-Heft machen, dann würden wir wahrscheinlich auch ein paar verkaufen. Aber wir wollen es halt ein bisschen spannender machen. Wir wollen vielleicht zu einem Hardcover kommen. Wir wollen zusätzliches Material reinpacken. Wir haben schon neue Zeichnungen machen lassen. Also da freue ich mich auch total drauf. Na dann, ran an die Arbeit und viel Erfolg, oder? Dankeschön. Dass man jetzt Greifvögel tatsächlich auf einer Messe sieht, ist doch eher selten. Mit was für Tieren seid ihr denn alles hier? Wir haben heute 2 Steinkäuze mit, 2 Wüstenbussarde,
und 3 Uhus, wobei 2 Europäer sind, die braunen. Der helle, das ist der Arktos, das ist ein sibirischer Uhu. Wie machen die Tiere das denn mit? Brauchen die tatsächlich auch eine spezielle Ausbildung, damit sie den Stress von so einer Veranstaltung mitmachen? Die werden jeden Tag gearbeitet. Man muss sich das so vorstellen, ich fange mit einem komplett wilden Vogel an. Der würde überhaupt nicht ruhig auf dem Handschuh sitzen. Ich arbeite mit dem jeden Tag. Ich bringe dem erstmal bei, der Mensch ist gut, der Handschuh ist gut. Und dann wird das Step by Step aufgebohrt, sag ich mal. Wir fangen langsam an. Und wenn man das gemacht hat, dann haben die irgendwann wirklich das Vertrauen zum Menschen. Die Tiere kennen auch alle die Absperrung. Das heißt, die wissen, hinter der Absperrung sind die vertrauten Menschen. Da kommt kein Gewusel hin. Da kommt mal ein Mensch mit meinem Falkner hin. Das ist aber okay. Und wir nehmen die auch immer wieder raus. Dann haben die Pause. Da hinten sieht man bei der Akasche, die hat jetzt auch ein Pausenschild. Wenn ich also merke, mein Vogel ist überfordert, weil es ist gerade, er ist nicht so in der Form heute oder es ist gerade was passiert außenrum, was ihn doch erschreckt hat, nehme ich den Vogel raus und dann geht das. Dann funktioniert das. Also es geht nicht einfach so, ich nehme den und karre den hier hin, dann hätte ich hier, der wird nicht sitzen bleiben, der wäre nur am Flattern, weil Greifvögel, alle wie sie da sind, sind eigentlich Fluchttiere. Sie würden also nicht angreifen, sie würden erstmal versuchen wegzukommen. Im letzten Moment nur, wenn sie das nicht können, greifen sie an. Wie kommt man überhaupt zu dem Beruf? Ist es sozusagen aus Familientradition oder wann kam die Faszination? Nein, also die Faszination Greifvogel war eigentlich von klein auf da. Ich wohne ländlich, man sieht bei uns also einige. Ich habe mich dann als Jugendliche mal schlau gemacht und dann hieß es, also Greifvogel, da musst du erstmal einen Jagdschein machen. Jagdschein? Ich will doch nicht auf Bambi schießen. Also ich war total entsetzt. Mal ganz abgesehen davon, man kann sich das in dem Alter auch nicht leisten. Ja, und ich bin dann eigentlich immer von einem Falkner zum anderen gerannt, der irgendwo öffentlich aufgetreten ist, habe mir das angeguckt. Und letztendlich, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das, ich mache den Jagdschein, ich muss unbedingt so einen Vogel haben, kam durch ein Tagesfalkner-Seminar, was ich geschenkt bekommen habe und wo ich dann wirklich das erste Mal die Möglichkeit hatte, den Vogel so auf die Hand zu nehmen, weil im Regelfall hat man einen gewissen Abstand. Man hat die Flugshow, die Tiere fliegen und dann werden die wieder weggepackt und man kommt nicht nah dran. Und ich durfte das halt nah erleben, so wie die Sue das jetzt hier auch. Ne? Und danach war es vorbei. Und dann hat sie dann halt einen Jagdschein gemacht, einen Falknerschein gemacht und ja. Wie reagieren die Leute hier darauf? Bis jetzt eigentlich durchweg positiv. Also ich kann es von anderen Veranstaltungen sagen, man hat immer mal wieder einen dabei, der dann so ein bisschen kritisch hinterfragt, weil man sieht, die Tiere ja angebunden sitzen. Wir erklären das dann. Es ist also definitiv so, dem Vogel fehlt nichts in der freien Natur. Der Greifvogel, 95-99% des Tages sitzt der. Der fliegt nicht freiwillig, weil Fliegen ist für den Energieaufwand ein sehr hoher. Da spart er sich für seine Nahrungssuche auf oder halt um seine Jungtiere zu versorgen. Revier eventuell noch verteidigen, aber sonst nicht. Der würde nie spazieren fliegen. Und angebunden sind sie halt eben auch, die sind untereinander alle keine Freunde. Wenn ich die jetzt so freilassen würde, sie würden nicht wegfliegen, sie würden sich wahrscheinlich einen höheren Punkt suchen und dann oben sitzen, dann kann man nicht mehr so schön gucken. Aber untereinander, großer Vogel frisst kleinen Vogel und am Ende, also die Kleinen werden in den Bussarden und die Bussarde dann der Reihe nach in den Uhus. Überbleiben würde wahrscheinlich die Akasha, der dicke, fette Uhu. Also es macht nicht so viel Sinn. Also es ist wirklich, wir haben ganz langsam angefangen, wir haben es geübt und jetzt ist es mittlerweile, ist es okay. Unglaublich zart, das Kauzengefieder. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und das ist jetzt die Abmoderation für die Late-Night-Show, die wir noch gar nicht gedreht haben. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was drin gewesen sein wird, aber es ist garantiert total toll. Und vielen Dank an Steff, der mir geholfen haben wird und zwar sehr viel. Ja, denk auch. Und euch vielen Dank dafür, dass ihr reingeschaut haben werdet. Bis dann. Reingeschaut haben werden. Sehr schön. War korrekt, oder? Ich glaube schon. Ja.